was gab es denn das? Jane, und das ist die Sache. Zusammen sind wir Legion Dire. So, kommst du zum neuen Pokéfon. 2019 erscheint nach dem dritten Reboot innerhalb der letzten 10 bis 11 Jahre erneut eine weitere Neuauflage des beliebten Marvel-Superhelden Spider-Man. Nach Spider-Man 1 bis 3 mit Tobey Maguire, The Amazing Spider-Man 1 und 2 mit Andrew Garfield und Spider-Man Homecoming, welcher ebenfalls in Captain America Civil War und Avengers Infinity War zu sehen war, soll jetzt schon wieder ein neuer Spider-Man auf die Leinwand. Nämlich The Spectacular Spider-Man. It's just hell later on. Zumindest will uns das der YouTube-Kanal Smasher glauben machen. Und somit kommen wir zu der Fake-Trailer-Problematik. Was genau ist nun mit Fake-Trailer gemeint? Ist das nicht tatsächlich Dylan O'Brien als Peter Parker in der Schule? Maybe someone else could. Everyone participates in my class. Und das der berühmt-berüchtigte Spinnenbiss, den er abbekommt? It's just hell later on. Und sogar im Spidey-Kostüm bekommen wir ihn in Action zu sehen. Und spätestens nach diesem überaus offiziell erscheinenden Logo können wir doch davon ausgehen, dass es diesen Film geben wird, oder? Ein kurzer Blick auf Google verrät uns direkt, dass es keinerlei offiziellen Einträge über einen solchen gibt. Stattdessen findet man zahlreiche Artikel über den genannten Trailer, welche diesen als Fake entlarven. Zumindest für die, denen es noch nicht aufgefallen ist. YouTube-Kanäle wie Smasher oder auch Teaser Pro haben sich regelrecht zur Aufgabe gemacht, Dutzende Trailer zu erstellen, die Filme anteasern, die niemals rauskommen werden. Ebenfalls beliebt sind ja auch Trailer zu Filmen, die zwar irgendwann erscheinen sollen, aber noch weit von einem offiziellen Trailer entfernt sind. Aber wenn ich sage, diese Fake-Trailer sind beliebt, dann meine ich auch beliebt. Harry Potter and the Cursed Child, fast 9 Millionen Aufrufe. Kenobi, A Star Wars Story, 14 Millionen Aufrufe. Captain Marvel, First Look, über 18 Millionen Aufrufe. Holy shit, dude. Und das funktioniert? Diese kreativen Illusionskünstler geben also den Leuten einfach, was sie sehen wollen. Zumindest lassen sie sie in den Glauben. Und immer mehr Fans werden zum Opfer dieser einfallsreichen Illusion. Zurück in die Zukunft, Teil 4 natürlich. Der Film wird so super. Avatar 2, natürlich habe ich ihn gesehen, Mann. Überkrass, wa? Der Trailer ist eine Fälschung? Hä? Warte. Was sagst du mir da? Willst du mir verarschen oder sowas? Der Film kann gar nicht fake sein. Ich habe mir gerade zwei Karten gekauft. Premiere Las Vegas habe ich mit Karten geholt. Ich bin halt Marokkaner und ich kenn mich mit Fälschungen aus. Das kann keine Fälschung sein. Ich hab's der Trailer mit meinem eigenen Augen gesehen. Dieser Frau, ich hab's selber gesehen. Ist Ash! Na, erste Reihe! Hast du gerade gesagt, er ist fake? Ich hab der Teil 1 gesehen, jetzt Teil 2 kommt bei raus. Warum du sagst, ist eine Fake? Oh? Die haben gesagt Sommer 2019. Ich habe den kompletten Sommer, 3 Monate habe ich mir freigenommen, damit ich da irgendwann, wenn der Film rauskommt, dass ich mir den anschauen kann. Wer macht denn sowas? Nein, ich glaube dieser nicht. Im Kino komm bei, ich werde mir angucken und du wirst sehen, ich hasse Rash, okay? Sorry, können wir vielleicht kurz... Aber wie kommen denn diese überzeugenden Trailer zustande, wenn die Filme nie gedreht wurden? Knüpfen wir sie uns doch einfach mal einzeln vor, beginnend mit The Spectacular Spider-Man. Bei genauerem Hinschauen und mit ein wenig Filmkenntnis wird klar, das sind alles Aufnahmen aus bereits existierenden Filmen, die einfach nur clever zusammengeschnitten wurden. Die Aufnahmen in der Schule zum Beispiel sind nicht Dylan O'Brien als Peter Parker, sondern Dylan O'Brien als Stiles Stilinski in der Serie Teen Wolf. Okay, das hier ist offensichtlich der Spinnenbiss aus dem Spider-Man mit Tobey Maguire. Das hier ist Andrew Garfield's The Amazing Spider-Man. Und als letztes haben wir dann noch einen selbst erstellten Titel mit Photoshop oder Illustrator Skills. Und was ist mit diesem Zurück in die Zukunft 4 Trailer? Das kann auch unmöglich fake sein. Ausschnitte aus einer Lego Dimension Werbung. Und argentinischer Electronic Store, Garbarino. Directly to Garbarino, and I buy it.
Um nun zu erkennen, wie man solch einen Fake erkennt, schauen wir uns doch mal etwas genauer an, wie so ein Trailer aufgebaut ist. Nehmen wir doch den Fake-Trailer für Kenobi, A Star Wars Story als Beispiel. Zuerst braucht man hier einen Hauptdarsteller. In diesem Fall ist es sehr naheliegend Ewan McGregor, aka der Obi-Wan aus den Prequels. Sehr viele Leute wollen ihn als älteren Obi-Wan sehen, von daher passt das ziemlich gut. Als nächstes schaut man sich um, welche Filme, in denen Ewan McGregor mitspielt, in das Geschehen passen würden und oh, was haben wir denn da? Der Film 40 Tage in der Wüste klingt doch interessant. Schließlich wohnt Obi-Wan auch auf einem Wüstenplanet. Das könnte passen. Und nachdem man dann ein paar passende Szenen und Dialoge rausgeschnitten hat, blendet man ein offizielles Logo, gefolgt von der einen oder anderen tatsächlichen Star Wars Szene ein, wie zum Beispiel Weltraumaufnahmen, die das Ganze super authentisch aussehen lassen. Dann noch ein Voice-Over von, sagen wir, Yoda, um dem Ganzen noch einen roten Faden zu verpassen. An old friend has been the path to immortality. Geschnitten zu epischer Musik. Und dann wird das nochmal abgerundet von einem offiziell aussehenden Titel, Powered by Photoshop Skills. Et voilà, ein neuer Film, der niemals erscheinen wird. Zumindest nicht in der Form. Ich meine, vielleicht kommt Kenobi ja irgendwann mal raus, aber der ist es bestimmt nicht. Da wir um das Wohlergehen unserer geliebten Zuschauer höchst besorgt sind, haben wir ein einfaches 6-Punkte-System aufgestellt, mit dem ihr jeden Fake-Trailer durchlisten könnt. Ich glaube, das heißt durchschauen oder überlisten. Durchlisten ist der new shit. Erstens, sehen alle Aufnahmen tatsächlich neu und hochwertig aus oder könnten auch alte Aufnahmen mit eingeschmuggelt worden sein. Zweitens, gibt es Aufnahmen, die euch aus anderen Filmen bekannt vorkommen? Falls ja, it's a trap! It's a trap! Drittens, meistens haben diese Fake-Trailer keine richtige Story, die erzählt wird, sondern lediglich coole Aufnahmen und epische Lines. Oft ergibt der Trailer auch nicht wirklich viel Sinn. Das ist zwar kein Schlagtot-Indiz, aber auf jeden Fall ein Grund, um misstrauisch zu werden. Viertens, ein weiterer Indikator ist das Like-Dislike-Verhältnis. Hat ein Video verhältnismäßig viele Dislikes, stehen die Karten gerade nicht gut für ihn. Aber Vorsicht, es kann einfach auch nur ein schlechter oder unbeliebter Film sein. Fünftens, besteht das Video zu einem großen Teil aus unnötig vielen Logos, die super langsam eingeblendet werden und einfach viel zu lange da sind? Dann, it might be a trap! Und zu guter Letzt, sechstens, falls ihr euch sehr unsicher seid, Google ist euer Freund. Wenn es einen offiziellen Trailer gibt, dann gibt es auch meistens einen offiziellen Wikipedia und oder IMDb-Eintrag. Ise easy, ise bueno. Das Ding ist, das waren jetzt zwar gerade Fake-Trailer, die uns verarschen, aber es gibt tatsächlich auch echte Trailer, die uns an der Nase herumführen und komplett anlügen. So komplett. Die lügen uns an. Und es ist nicht cool. Oder vielleicht doch. Nein, 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 ist nicht cool. Oder vielleicht doch. Und was wir damit meinen, erfahrt ihr nur, wenn ihr dieses Video anklickt. Oder Link in der Beschreibung. Viel Spaß dabei. Ansonsten würde ich sagen, how to reason. Peasen.